Hey ihr Horrorgesichter, ich bin der Bruger und das hier sind mehrere kurze Horrorspiele. Warum ist die Maus im Bild? Und das sind die Leute, die mich monatlich unter anderem finanziell supporten mit der Kanalmitglieder-Unterstützungsoption. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Bex King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Dragged Moon, Erasion Korane, Erik Bayer, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito Kisue, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, MJC Cards und Games, Neo Chaos, Panarek 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Ralf 66, Ralion Donovan, René Croft, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Vantan und Wölfchen 0909. Ruckidigu, Blut ist im Spiel. Und zwar hier bei Short Horror Story, glaube ich. Habe ich ein Haar im Mund, ja. Willkommen, Leute, zu kurzen Horrorspielen. Ich glaube, es werden diesmal wieder drei. Ich bin mal gespannt mit euch gemeinsam. Schauen wir rein. Alter. Bisschen laut hier. Ihr habt sicher schon gemerkt, ich werde Evil West nicht weiterspielen. Leute, das ist mir zu viel. Das ist mir zu arcadig. Es ist einfach zu viel Gekloppe und es macht schon Spaß, aber es ist nicht für ein Let's Play geeignet, finde ich. Das kann man mal so nebenbei zocken im Livestream und mit den Leuten schnacken, aber selbst dafür muss man sich zu sehr konzentrieren auf das, was passiert. Ich drück E. Okay. Jetzt los. Sind das Häufchen oder ist das mein... Hallo, Pferdchen. Press tab to draw weapon. Was? Return to the story. Was? Okay, das ist total dumm. Für eine Kugel soll ich nachladen. Oh. Wenn man da vorne was gelb ist irgendwie. Man sieht es halt nicht so gut. Aber lass mich raten, ich bin die Person, die jetzt aus Feuer drauf läuft und abgeknallt wird, richtig? Nee. Ist nicht richtig. Oh, ist ein bisschen Blut hier. Oh, ich mag den Look. Es ist sehr schön pixelig. Pixeliger, als ich es eigentlich gewohnt bin, aber ja. Wie geht's euch denn, Leute? Geht's euch gut? Ich hoffe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich werde jetzt zur Überbrückung mal ein bisschen Horrorspiele bringen. Ich habe nämlich ein cooles Placement bekommen, wenn ich wieder Resident Evil spiele im Third Person. Also das 8. Das Village, ne? Aber ihr werdet sehen. Das ist, finde ich, eine coole Sache. Und da kann ich voll für einstehen. Deswegen hoffe ich, dass ihr da auf Feini mit seid und mich gerne supportet. Okay. Was? Was? Wow, hängt kurz. Wow. Alter! Ich bin doch gerannt. Bitte. Was? Boah, eben ruckelt's aber ganz schön, ne? Wenn ich das Licht hebe, guck mal. Okay.
Die waren auch scheiße, die Viecher. Und die Schüsse sind laut ohne Ende. Wir leuchten eben dunkel in die Augen. Wenn ich das Licht hochhalte, dann ruckelt es wie Sau, aber bei den Frames passiert nichts. Hey! Du Drecksau. Bewegen sich aber auch so kacke. Die Schüsse. Das ist jetzt so laut. Oh. Wenn ich die Lampe nicht hochnehme, dann geht's eigentlich, ne? Ruckelt nicht so. Bastardos. Wow, nach 25 Minuten, aua, habe ich es geschafft und bin hier. What? Nee, Leute, also sorry, nochmal mache ich den Scheiß jetzt nicht. Ich bin jetzt 25 Minuten durch eine Höhle gerannt. Und Short Horror Story ist anders. Ich habe die ganze Zeit nur Viecher abgeknallt. Forgive me. Ich hoffe nicht, dass du so ein scheiß Spiel gemacht hast, weil da bin ich echt nicht leicht im Vergeben. Kann ich da Englisch? Oh, natürlich ist es Russisch. Natürlich ist es Russisch. Ich mache mal Balance, sonst wird das Ding wieder ruckeln ohne Ende. Natürlich wieder ein russisches Horrorspiel. Was auch sonst, ne? Was auch sonst. Die Maus ist natürlich wieder viel zu langsam, so. Alter, was ist das hier für ein... Was ist das für ein Vorhängeschloss? Natürlich. Ich brauche einen Schlüssel und den Code. Albert Town News. Breaking News. Ecological Catastrophe in Town. Borders are closed. Es gab eine ökologische Katastrophe in der Stadt. Die Grenzen sind geschlossen. Gut. Ja. Fein. Da ist eine Taschenlampe. Immer wieder dieses altbekannte, ne? Taschenlampe liegt auf dem Boden, strahlt irgendwas an. Aber ich finde das ganz nett. Da weiß man immer gleich, was man hat. Nämlich ein einigermaßen gutes Horrorspiel wahrscheinlich. Guck mal, der Schatten. Ist eben gerade erst aufgetaucht. Alter, die Ausdauer, die lädt ja gar nicht auf. Oh, hi. Das ist ja süß. Hat sich umgedreht, natürlich. An Richard Pszczkowski. Dein PhD-Zertifikat ist wiederhergestellt. Wir brauchen einen Kurier, um es zu liefern. Universität von Abletown. Warum ist das mit mehreren Seiten? Ich verstehe es nicht. Also PhD ist Physical Doctor. Ne? Oh, hier wieder Ausdauer. Ja, man sieht aber nicht, wie sie auflädt, wenn ich auch so sprinten, seht ihr? 12. Oh, es bewegt sich nichts. Oh, eine Katze. Mit dem gelben Schlüssel kann ich bestimmt nicht die blaue Tür aufschließen. Nein. Wer hat's denn da so? Okay. Was ist jetzt... Okay. Ah, ich verstehe. Das ist was anderes. Der Code und ja. Hä? Aber ich habe da gar nichts mehr, was ich jetzt öffnen kann.
Also ich habe ja den anderen Schlüssel für was jetzt bekommen? Für gar nichts. Die Bretter sind... Guck mal, das... Der Schatten hat mich am meisten erschreckt gerade. Oh, hi. Du hast keinen Kopf. Wie hängt sich so? Was ist mit deinen Füßen passiert? Aua. Was denn hier? An Richard, ja einfach Richard. Grüße Richard, wir wissen deinen Aufwand für das letzte Projekt zu schätzen und möchten dich gerne für eine längere Kooperation einladen. DBCW. Gut. Ein riesiges Badezimmer, Mensch. Oh. Ist aber ein sehr augenscheinliches Programm. Ja, ist besetzt. Hilfe. Hamilton, Breaking News. Patienten leiden unter Paranoia. Es wurde entschieden, sich keine Medikamente mehr zu geben. Handgeschrieben, hilf uns. Das finde ich zumindest vom Aufwand her besser als das erste. Oh, sieht wie so eine alte Klamotte hier, die da runterhängt. Und jetzt? Hat mir das irgendwas gebracht? Also auf jeden Fall keinen neuen Schlüssel. Nein! Warum tut ihr das der kleinen Katze an? Überall die Lichter ausgegangen hier. Oh. Die Hängebraut ist weg. Ich brauche immer noch den Code für das Schloss. Oh. Hey. Brauche ich X Auge. Hä? Soll ich das verstehen, bitte? Warte mal. Ah. What? Was das jetzt? Aua. Toll. Will ich mich auch mal wehren gegen das Vieh? Ach hier, 5 ist das Auge. Au. Aua. Ah, X ist 1. Au. Oh oh. Warte. Oh nein. Badezimmer ist 100%ig das letzte. Yay oder nay? Nay, scheiße. Aber warum? Au. Komm, so geht's schneller. Bap, bap. Au. Du Schwein. Hier sein irgendwo, ha? Huh? Ah, natürlich.
5. Hab ich da aber gehabt. Fünf, eins. Yeah. Ja, Puppe. Bin ich jetzt raus hier? Alter, auch noch mit Teppichmesser, also Cuttermesser. Unangenehm. Hast du den Schlüssel fallen lassen oder so? Ja, der kommt etwa anders, ja. Nee. Doch. Und vorher keine Gänge, das waren Türen. Ah, die Tür ist jetzt auf. Oh, ein bisschen viel Blut, ha? Was? Oh nee, nicht schon wieder. Todeszertifikat. Dieses Zertifikat beweist den Tod oder bestätigt den Tod von Maria Pskowski. Der Rest des Textes ist unleserlich. Ah. Ja. Bestes Inventar, ey. 1, 2, 3. Wah. Und nicht schon wieder. Neun. Ja, Mann. Boah, Mann. Nein. Ja? Hui. Ey. Ey. Nein. Boah. Gib mir die Zahl. 1, 2, 5. Alter, was zum Geier? Wie soll man das schaffen? Hey Leute, ich schaff's einfach nicht. Es ist nicht zu schaffen. Ich habe ein paar Mal jetzt die Knarre in der Hand gehabt und habe auf sie geschossen, aber es ist unmöglich. Die ist so schnell und ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass sie mich manchmal super schnell erwischt. Das ist ja auch noch der Witz hier. Nochmal. Ich habe es jetzt schon so oft gemacht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Da ist die blöde Kuh. Nein. So, neun. Super. Wald. Wald. Ja. Und wieder tot. Es geht halt nicht. Dreckspiel, nächstes. Ach, heute zerrt der Scheiß echt an meinen Nerven so ein bisschen. Also, wie kann man so schlechte Spiele machen wie die ersten beiden? Jetzt hoffen wir, dass das dritte ein bisschen besser wird. Sonst kriege ich einen Abdreher hier. Nevada, 1989. Ist übrigens Caldam. Ich weiß nicht, um was es geht. Lass uns überraschen. Ah ja, ja, hier Central, hier ist Jaden. Ich bin auf dem Weg. Irgendwas war eine Motel, ich hab's jetzt nicht vorgelesen, hab's ganz vergessen. Ja, bitte gehen Sie vorsichtig vor, Agent. Wir haben keine. Nach dem Anruf haben wir keine weiteren erhalten. Alles klar, empfangen. Die ist ganz alleine? Ohne Verstärkung?
Augen. Als wäre sie ein Vampir oder sowas. Das ist ziemlich krass. Na gut, da bin ich doch mal gespannt. Ui, third person. Kann ranzoomen. Aber mitten auf der Straße parken ist auch nicht so cool, gute Frau. Hallo, keiner da? Mehr Trailerpark als Hotel hier, oder? Oder Motel. Ich glaube, hier werde ich auch nichts finden. Oh, guck mal, sogar mit Fußspuren und allem. Also ein bisschen extra Aufwand muss ja auch gewürdigt werden, ne? Also bisher, optisch, macht's was her. So ein kleines Indie-Game, ne? Meine Vampir-Sinne tickeln mich. Gerade so ein bisschen, aber was... das sind aber ein paar große Fußabdrücke. What the fuck? F läuft sich übrigens, also mit Ranzoom läuft sich deutlich angenehmer. Auch Straving. Immer Straving. Was? Raven kann sie nämlich nicht. Die macht dann das hier, wenn ich zur Seite laufe. What the hell? Gib mir eine Waffe ziehen oder so? Bin hier hinter los, bitte. Kaktus wächst durch den Zaun. Ich gehe erst mal zum Wohnwagen, da war das ganze Blut an der Seite. Hab ich jetzt schon geguckt. Oh! Okay. Tot oder was? Kakteen sehen ja voll gefährlich aus. Schmerzhaft. Kann ich da rein? Nee. Scheiße, ey. Ja. Also eigentlich sollte ich jetzt als guter Officer PDNYC. Sicher, dass das hier New York ist? Das ist schon lange nicht mehr New York. Das sieht schon aus wie Nevada. Also ist nicht mal die richtige Küste. Oh! Meine Knarre hat die ganze Zeit auf dem Auto gelegen. Genau so ein Held. Jetzt muss ich ja, jetzt muss ich die Sachen investigaten. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, was ist hier los? Passiert hier gar nichts. Wir wissen ja, dass hier was passiert ist. Achso, das gibt mir immer die Checkpoints vor. Ah. Das ist ja nicht schwer dann. Okay, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Jetzt wird es wahrscheinlich erst richtig gruselig, denke ich. Hoffe ich. Cooler Sound für die Checkpoints. Ah,
Ah, hier ist ein Schlüssel. Ding. Okay. Ich habe schon die Schrift gesehen in dem Zimmer. Was für eine fancy Knarre, die sie da hat. Die sieht ja komisch aus. Naja. Im fiktiven New York hat man ja ganz komische Waffen offensichtlich. Alarmsound. Was ist jetzt? Dieses ganze Blut hier. Soll ich nicht mal langsam Verstärkung rufen nach der Sache? Jetzt ein bisschen unheimlich. Mir wird jetzt auch gar nicht gesagt, was ich tun soll als nächstes. Dann einfach nur. Die Schrift sieht schon sehr alienmäßig aus, finde ich. Mein Auto ist weg. Alter, das sieht aus wie ein UFO. Okay, das war jetzt echt gruselig. Oh, es geht noch weiter oder ist fertig? 4 Stunden später. Und fragt keiner nach, was los ist? Ihre Augen. Sie ist selber ein Alien. Was ist da oben für ein Balken? Unser Leben? Mein Leben! Jetzt ist sie verbarrikadiert. Das. Oh, Muni! Okay. Bin ich der Einzige, der es super creepy findet, dass ihre Augen leuchten? Wirkt sehr natürlich. Fenster. Mhm. Ich finde ja, mit Aliens und Horror könnte man noch viel mehr machen. Ist so ein ganz unberührtes Feld irgendwie. Also, in meiner Wahrnehmung, weil es gab schon so lange nichts mehr damit. Yeah. Soll ich jetzt hin, bitte? Aliens abknallen jetzt, oder was? Schon, das ist ein Schuss gesammelt hier, so ein Muni, ne? Die ganzen Blutflecken hier, da sind ja keine Leute oder so, die ich sehe. Oh. Mit aber Augen. Im Kornfeld. Yep. Okay, das finde ich jetzt mit Abstand das beste Spiel, aber ist auch nicht so schwer, ehrlich gesagt.
trotzdem immer noch sagen, ich finde sie mit ihren leuchtenden Augen gruseliger als die Viecher bisher. Vampir Lady. Und die Steuerung ist auch ein bisschen unheimlich, aber sonst. Oh, hier. Vampire. Okay. Bin gespannt, ob wir wirklich... Ey, ich glaube schon, wir müssen ballern, wenn wir so viel Munition bekommen. Oh, ist da eine Lücke im Zaun? Spooky. Komm, ich sammle jetzt nicht alle Munition auf. Ist ja auch ein bisschen Quatsch, ne? Oh, gut zu wissen, dass man da nicht einfach durchlaufen kann. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn die Aliens auf die Erde kommen, machen sie es bestimmt nicht wie hier. Dass sie einfach so als Grays kommen, so als Nackedice, sondern die haben bestimmt fette Kampfanzüge und ballern alles weg, oder? Oder? Würde ich so machen. Sei da denn? Aber ich habe schon 40 Munition im Reserv. Ich will endlich mal ein bisschen schießen. Ich bin auf jeden Fall schon mal ein Tor weiter hier, ne? Okay. Einfach mal den fucking Head runter. Musik, ey. Ist das schön. Wie doch einfach der Kopf wegplatzt. Herrlich. Einmal drauf schießen, fertig. Richtig schön bescheuert.
Hey, ich bin raus aus dem Maisfeld. Die Musik, ey, als wäre gerade der dramatischste Shit im Gange. Die wollten wahrscheinlich so bei der Ernte helfen. Ich habe die ganzen Erntehelfer getötet. Beste Kriegerin. Erstmal entführen. Lassen sich Zeit. Sie freut sich. Hat ja gesagt. RF3 Voodoo. Und damit ist es das letzte Spiel. Ich bin auch ein bisschen froh. Es war jetzt qualitativ echt nicht so hochwertig diesmal. Aber es ist das je. Bei mehreren Horrorspielen. Oh, die Fortsetzung schon mal, ha? Huh? Vampirfrau von der Erde. Erstmal in Biodom gesetzt worden. Ja, sie hat einen Container gehabt, immerhin. Was willst du mehr? Ja, und jetzt beginnt Last Man Standing. What? Hab's leider nicht verstanden. Außer Thank You am Ende, glaube ich. Das war Call Them, Leute. Und wie gesagt, das waren drei kurze Horrorspiele. Danke fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruger. Viel Spaß beim Gruseln. Tschüss.